ganz herzlich willkommen. Ich möchte euch heute präsentieren, wie genial einfach unsere Bierstation funktioniert. In nur wenigen Schritten kommen wir zu einem herrlich frisch gezapften Bier. Und diese Schritte zeige ich euch jetzt. Eigentlich logisch, aber ich erwähne es trotzdem, nicht, dass ihr es vor lauter Vorfreude vielleicht vergesst. Ein richtig kühles Bier bekommt man am Ende nur, wenn man das Fass zuvor auch richtig gut vorkühlt. Also macht das bitte, bevor ihr es in das Kühlmöbel der Bierstation stellt. Ohne Strom läuft natürlich auch bei der Bierstation nichts. Darum zuerst das Gerät einstecken und dann einschalten. Die Schalter dazu befinden sich hier unten rechts beim Kühlprozessor und hier oben links neben der Bierstation. Unsere Bierstation hat nur wenige dafür sehr wichtige Bestandteile. Der wichtigste Bestandteil, das bin ich, der Bierzapfer. Nein, ernsthaft, das Wesentliche ist natürlich das Bierfass hier. Dann haben wir hier die Gasflasche mit dem Alligal 13 Gasgemisch. Das ist der Wasserbehälter für den Spülvorgang. Hier haben wir einen Adapter für den Growler. Das hier ist das Spülrohr für den Reinigungsvorgang. Hier haben wir noch eine Flasche Alkohol. Die ist allerdings für das Reinigen der Dichtungen und der zurückgegebenen Flaschen gedacht. Und zum Schluss haben wir hier noch einen Auffangbehälter für das Wasser und Bierreste. Jetzt zeige ich euch, wie einfach man die einzelnen Teile miteinander verbindet. Zuerst nehmt ihr hier bei der Gasflasche diesen kleinen Deckel ab. Dann schließt ihr hier das Gewinde des Manometers an. Dann einmal die Gasflasche komplett aufdrehen. So. Und dann um eine Vierteldrehung wieder zurück. Hier auf dieser Anzeige könnt ihr den Füllstand der Gasflasche sehen und hier wird der Druck angezeigt. Als nächstes holt ihr den Wasserbehälter und schließt diesen mit diesem Zapfhahn, klar an diesem Symbol zu erkennen, an. So. Und jetzt kommen wir zum schönsten Teil, der Anschluss des Bierfasses. Zuerst nehmt ihr diesen kleinen Deckel hier weg, dann schließt ihr hier diesen Zapfhahn an. Und zwar achtet bitte darauf, dass die beiden Noppen hier sehr gut in diese Führung hereinpassen. Eine kleine Drehung im Uhrzeigersinn. So, jetzt den Hahn hier zusammendrücken mit diesem Hebel und leicht nach unten. So, voilà. Die Leute wollen ja Bier und keinen Schaum. Deswegen diesen kleinen Hebel hier nach unten auf grün bewegen und dann diesen Knopf hier oben drücken, bis sich der Glasbehälter mit Bier gefüllt hat. Voilà. So, wie man hier sieht, hat unsere Bierstation gleich zwei Zapfköpfe. Das heißt, man kann problemlos zwei verschiedene Biersorten anschließen. Genial, oder? Vor der Inbetriebnahme müsst ihr unbedingt zuerst eine komplette Spülung der Leitungen vornehmen. Das gelingt mit wenigen Handgriffen. Deckel öffnen, das Spülrohr auf die Stellfläche stellen, Deckel schließen, auf dem Touchpanel einmal drücken und auf das Wasserhahn-Symbol drücken und spülen. Nach der Spülung wieder den Deckel öffnen. Jetzt mit den Händen die Stellfläche leicht nach unten schieben. So. Das Spülrohr wieder entfernen. Den Deckel schließen. Et voilà. Das Gerät ist jetzt bereit für den Einsatz.
Unsere Karaffen und Growler sind es noch nicht. Hygiene ist hier das Allerwichtigste. Also ist jetzt erstmal Reinigen angesagt. Alle Gefäße idealerweise mit heißem Wasser ausspülen und, wenn Bedarf da ist, mit Alkohol reinigen. So wie ich das hier vormache. So, jetzt kann das Bier laufen. Also, ihr nehmt die Karaffe oder den Growler mit dem dazugehörigen Adapter, öffnet den Deckel, stellt den Growler auf den Sockel, bitte gerade, sonst lässt sich der Deckel nicht so gut schließen. So, jetzt wählt ihr auf dem Touchpanel das Produkt aus und danach die Größe des Gebindes. Dann noch einmal unten links auf Start quittieren. Und los geht's. Zuerst macht das Gerät einen Druckaufbau. Das Ticken ist ein Zeichen dafür, dass alles in Ordnung ist. Sobald das Gerät grün blinkt, ist das Bier gezapft. Die wieder öffnen. Und es ist bereit zur Entnahme. Will heißen, Bier herausnehmen, Deckel schließen. Jetzt noch den Growler zumachen. Und wir sind bereit für den perfekten Biergenuss. Naja, noch nicht ganz, denn jeder Konsument möchte ja immer wissen, welche Biersorte er gerade trinkt und wie lange das begehrte Getränk denn haltbar ist. Auch daran haben wir natürlich gedacht. Also, bitte jede Karaffe und jeden Growler mit einem Frische-Siegel versehen. Dazu nehmt ihr einfach das Siegel, das zur jeweils ausgeschenkten Biersorte passt. So sieht es zum Beispiel bei dieser Biersorte aus und markiert es mit dem Ablaufdatum. Die Haltbarkeitsdauer geht immer einen Monat lang ab Abfülldatum. Dann zieht ihr die Lasche bei der Selbstklebestelle ab und verseht den oberen Teil des Flaschenhalses mit dem Frische-Siegel. So. Und fertig ist das Bier. Wie gesagt, Hygiene ist alles. Bevor man also der Bierstation nach ihrem unermüdlichen Einsatz im Kampf gegen den Durst eine Ruhepause gönnt, muss diese sorgfältig gereinigt werden. Das ist nicht schlimm, das ist ganz einfach. Spülrohr unter die Zapfanlage stellen, Deckel schließen, das Wasserhahn-Symbol auf dem Touchpanel drücken, danach das Spülrohr auf der Stellfläche leicht herunterdrücken und entnehmen. Dann den Hahn an der Gasflasche schließen, indem ihr den Drehverschluss zudreht. Die beiden Zapfköpfe von Bierfass und Wasserbehälter sorgfältig lösen. Dazu müsst ihr nur diesen kleinen Hebel hochziehen. Anschließend die Anpressdichtung, die sich hier befindet, herausnehmen, reinigen und desinfizieren. Das kann allerdings auch eine Spülmaschine für euch erledigen. Dann noch alle Oberflächen mit dem Alkoholspray sauber aufwischen und reinigen. So. Den Auffangbehälter leeren und zum Schluss noch den ganzen Kühlbereich schön sauber machen. Ende. Das Gerät ist jetzt bereit für den nächsten Einsatz. Beerstation und leer, das passt irgendwie nicht zusammen, oder? Hier ein paar Tipps zum Umgang mit leeren Behältern. Fangen wir beim Gasbehälter an. Sollte der Behälter irgendwann leer sein, dann könnt ihr ihn leicht gegen einen vollen tauschen. Dazu natürlich erst das Gas abdrehen und zwar so. Dann diesen Stift hier ziehen. Die Leitungen sind jetzt entlüftet. Anschließend diese Drehdichtung lösen und den neuen Gasbehälter anschließen. Das Wechseln des Wasserbehälters zum Spülen ist noch einfacher. Ihr löst zuerst diesen Hebel, den ihr schon kennt. Gegen Uhrzeigersinn drehen, Zapfkopf abnehmen. Nun an diesem Stift ziehen, entlüften.
Jetzt könnt ihr das Ventil abschrauben, den Behälter wieder mit frischem Wasser befüllen und schon habt ihr wieder Wasser zum Spülen. Wie man ein Bierfass bei Inbetriebnahme der Beer Station anschließt, habe ich euch bereits gezeigt. Nicht viel anders geht das Auswechseln eines leeren Fasses gegen ein volles. Diese alarmierende Anzeige sagt, Produkt leer. Jetzt geht ihr wie folgt vor. Bitte haltet dann das Entlüftungsventil so lange gedrückt, bis sich das Schauglas ganz mit Bier gefüllt hat. Sollte sich der Schwimmer einmal nicht selbstständig lösen, einfach diesen kleinen Hebel einmal auf Rot und dann wieder auf Grün stellen. Dann klappt das. So, dann noch auf dem Touchpanel einmal auf Pause drücken. Und gut. Bei folgenden Meldungen müsst ihr aktiv werden. Produkt leer. Ein neues Bierfass anschließen oder Alligal 13 wechseln. Fehler Flasche. Einen Adapter einsetzen und zwar genau den, der zum Growler passt. Schutzabdeckung offen. Vorsicht, Abdeckung muss sauber schließen, sonst droht Verletzungsgefahr für eure Finger. Spülung überfällig. Bedeutet, Spülvorgang einleiten. Was sonst? Das Bier, das ihr mit der Beer Station zapft, bitte immer gut vorkühlen. Ganz wichtig. Für eine Top-Qualität sollte euer Bier auch längere Zeit ruhig gestanden haben. Die Anstichdauer sollte 5 Tage bitte nicht überschreiten. Immer mal wieder einen Blick auf die Anzeige an der Gasflasche werfen und kontrollieren, wie viel Gas noch drin ist. Spülen ist wichtig, auch ohne dass es das Touchpanel anzeigt. Ich empfehle, nicht nach jedem Füllvorgang spülen, sondern nach mehreren hintereinander. Passt beim Einsetzen einer Karaffe oder eines Growlers auf dem Füllblock bitte auf eure Finger auf. Die Abdeckung muss sich einwandfrei schließen lassen. Und behaltet diesen Auffangbehälter im Auge. Es ist feucht und unschön, wenn er überläuft. Falls ihr ein Problem habt, das ihr mal nicht selber beheben könnt, die Nummer der Störungshotline ist innen links am Kühlmöbel angebracht. Daneben findet ihr die Bedienungsanleitung und auch die geltenden Hygienevorschriften. So, jetzt habt ihr erlebt, wie genial einfach unsere Beer Station funktioniert. Mir hat es großen Spaß gemacht, euch dieses tolle Gerät zu präsentieren. Ich hoffe, euch auch. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß. Zum Wohl!